Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Provolution Soccer 2019. Mein Name ist Jan. Heute haben wir wieder eine richtig spannende Folge. Als erstes Bundesliga. Durch Watts ist sie natürlich hinzugefügt worden. Und da haben wir wirklich hier, wenn wir mal einen Blick auf die Tabelle werfen, gegen Bayern München 64 Punkte, wir 63 Punkte. Auch Torjäger Talisca und Lewandowski streiten sich da um die Torjägerkanone. Es ist der 28. Spieltag. Wir spielen jetzt gegen Wolfsburg am Anfang. Aber Leute, wir schauen jetzt mal auf den Spielplan, gegen wen wir ausgelost wurden in der Champions League. Also Viertelfinale Champions League. Wir sehen hier 28. Spieltag noch im März, 21. dann Länderspielpause. Ganz viel Zeit. Erst am 7. April geht es weiter. UEFA Champions League Viertelfinale Schalke gegen Barcelona. Also das Spiel haben wir heute noch, dann auch noch gegen Augsburg. Das ist wieder eine englische Woche, da wird es wieder kriminell und hart. Ja, und das bedeutet, es wird auch richtig spannend und deswegen lass uns loslegen. Also die letzte Folge war schon heftig. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier zur Sache gehen wird. Wieder Spanien, wieder eine spanische Mannschaft. Das ist krass und es wird auch einfach nicht leichter. So, Rudi darf auf jeden Fall nochmal spielen. Sehr gut. Ich hoffe, alle kommen unverletzt und vor allem auch mit einer guten Form und guten Ausdauer zurück. Deswegen lasse ich die Aufstellung jetzt erstmal so. So, die Würfe dürfen das Spiel eröffnen und... Ach, schade. Das wäre natürlich direkt eine Ballübernahme. Wäre genial gewesen. Embolo, viel kritisiert in der letzten Folge und jetzt eröffnet er das Spiel. 1:0. Erste Chance. Das Tor ist da. Wenn wir genauso früh gegen Barcelona ein Tor schießen, dann sähe das richtig gut aus. Aber gegen Barcelona natürlich auch die Devise auf Schalke. Kein Auswärtstor kassieren, das ist klar. Oh ja, das ist hier was Vernünftiges in diesem Spiel. Harit mit der großen Chance. Es wird erhöht. 0:2. Was ist denn jetzt los? Ich bin gar nicht mehr so der größte Chancentod. Hä? Ist es ein Bug? Nein, Fährmann bitte oder Abwehr. Sehr gut. Oh, das hier ist teilweise wirklich in der Verteidigung noch ein bisschen am Wackeln und alles durcheinander. So, da ist der Pfiff zur Halbzeit. 2:0. Das ist sehr angenehm. Oh, das ist klasse gespielt und der Pass muss direkt zurückkommen. Oh, dass der ankommt, hätte ich nicht gedacht. Oh nein. Mané, viel zu selten irgendwie auf dem linken Flügel eingesetzt. Ja, aber ist halt auch irgendwie nicht ganz so krass gerade. Oh, das war krass. Das war richtig gut. Das ist eine Torvorlage aus dem Nichts. Das 3:0. Talisca, wichtig, dass er wieder ein Tor erzielt. Oh, Fährmann, gut gehalten. Wolfsburg holzt meine Spieler um im eigenen Strafraum. Was ist da los? Hallo? Weg damit. Oh, Fährmann. So, abgepfiffen. 3:0. Sieg. 28. Spieltag. Bayern München leider 1:0. Ich habe das Gefühl, München spielt immer genau gegen das Team, was wir davor quasi hatten. Kann das sein? Der April ist vorbei. Wir haben alle Spiele im April gewonnen. Die Santo gesunken, Sané gesunken. Boah, was ist hier los? Oh, wir haben sogar demnächst eine Partie am 30. Spieltag gegen Bayern München. Also ich glaube auch in der nächsten Folge dann. Und da entscheidet sich, ob wir ins Halbfinale weiterkommen. Natürlich aber auch hier jetzt heute. Aber, oh ja, Riesenhit bei den Fans, jawohl, auch bei mir. Also in der nächsten Folge, wenn wir gegen Augsburg nicht verlieren müssen, je nachdem auch wie München spielt, wir können es theoretisch bis jetzt doch in der nächsten Folge in der eigenen Hand haben, auf der Platz 1 in der Bundesliga werden, zumindest für den Moment dann erstmal. Aber 30. Spieltag wäre ja schon mal nicht schlecht, irgendwann müssen wir ja rankommen. Oh Mann, hier, was ist da los? Oh, generell, was ist mit der Auswahl los? Hallo? Oh, was ist mit der Verteidigung los? Und wieso ist eigentlich der Wert von Sané runtergegangen? Der spielt die ganze 29. Was ist da los? Tja, ich will ja nichts sagen.
Dass Messi schon mal nicht in der Startelf ist, sondern Suarez, das ist schon mal nicht schlecht. Vidal haben wir da hinten. Piqué. Testing. Das wird richtig schwer, daran zu kommen. Aber vielleicht habe ich immerhin mit deren Sturm ein bisschen Glück. Aber meine Verteidigung ist ja scheiße, ist die. Oh, Konoplyanka und alle. Alles scheiße. Alles richtig scheiße. Das Spiel wird doch nie im Leben was. Und das jetzt in der englischen Woche so reinstarten. Digga! Was ist denn hier los? Ich bin überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Form ist auch bei. Alter, die Form ist auch. Ist jetzt überschlecht. Ich weiß nicht. Was kann ich machen? Ich glaube, ich muss wohl oder übel so reinstarten. So, hier, auf Schalke. Jetzt ist es richtig heiß. In der Felddienstarena. Schalke 04 gegen FC Barcelona. Oh. Liebe das. Spieler betreten gleich das Spielfeld in heiligen Rasen. Jetzt zählt's. Jetzt gibt's spannende 90 Minuten gegen Barcelona. Und das einmal bitte extra schwer durch schlechter Form und schlechter Ausdauer. So, Anstoß. Auf geht's. Bitte alle mal die Daumen drücken. Jetzt kommt schon. Ja! Ja! Haha, 1-0. Talisca, erste Chance. Richtig gut herausgespielt. Mané wird da außen alleine gelassen. Zieht rein, macht eine schöne Flanke. Talisca verschiebt nach vorne und köpft ins Tor. Genau so habe ich mir das vorgestellt. 1-A. Weiß nicht, was los ist. Aber ich muss so ein bisschen mit Sprinten aufpassen. Also ich werde jetzt nicht ganz so hart pressen, wie ich es normalerweise im Bundesligaspiel mache. Da renne ich halt direkt immer vorne rauf. Oh, Gefahr. Ja, aber ich sollte vielleicht doch Barcelona den Ball abnehmen, bevor sie schießen. Nein. Der Ball geht durch die Beine, oder wie? Hä? Das muss ich mir in der Wiederholung nochmal sehen. Vardy, Torschütze 1-1. Auswärtstor für Barcelona. Da kommt jetzt der Pass. Der hat ihn getunnelt. Ich bin doch extra so gelaufen, dass ich einen Pass abfangen kann, aber dass ich den auch noch notfalls, wenn er schießen will, zustellen kann. Oh, das ist dumm. Das war unnötig. Also unsere Außen sind, oh, Glück gehabt, immer nicht so sehr gedeckt. Da kann man eigentlich immer einen guten Pass drauf spielen und auch das klappt besser als gedacht, leider geblockt. Immer wieder unsere Außen, die frei sind. Und was? Oh, die blockieren sich jetzt selber. Das natürlich. Dann sind sie auch nicht mehr frei, wenn sie sich. Oh, nö. So, Halbzeit 5. Das ist auch bitter nötig. Ich habe schon gesehen, die Ausdauer, die lässt zu wünschen übrig. Trotzdem, man sieht es an der Statistik. Ich habe alles versucht. Ein 2-1 wäre auch, ja, gerecht gewesen. Oh, jetzt spielt Messi. Das macht die Sache natürlich nicht leichter. Hilfe, Hilfe, nein. Oh, das habe ich kommen sehen. Ah, Mist. 1-2. Vardy, wieder der Torschütze. Jetzt muss ich aufpassen. Ich darf natürlich nicht zu krass jetzt offensiv schalten und dann noch ein Auswärtstor bekommen. Also 2-1 heim verlieren, also... Im Camp Nou wird es nicht leichter. Aber da zählen halt unsere Tore mehr. Das heißt, klar, so ein 2-2 wäre nochmal schön. Den Siegheim natürlich noch besser, weil dann deren Auswärtstore nicht so im Gewicht sind. Mist, Mann! So knapp! Ich habe eigentlich doppelt so viele Torversuche. Aber die haben doppelt so viele Tore wie ich. Das ist ein bisschen unfair. Und stellen jetzt auf defensiv. Die merken, die sind mit dem 2-1 eigentlich nicht schlecht bedient. Kommt schon, Bentaleb! Oh, Mist. Nein, 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 nein. Fährmann!
So, Spiel vorbei, endet 1:2. Das kann man noch drehen. Das kann funktionieren. Ist aber natürlich echt bitter, 2 Auswärtstore zu kassieren bei 7:5 Schüssen. Das ist natürlich doof. 3 Tage nur Pause. Dann wieder nur ein bisschen Pause und dann wieder nur ein bisschen Pause. Spiel, Spiel, Spiel und am Ende davon ist Bayern München einfach. Wie soll das funktionieren? Ich weiß nicht, was ich mit Harit machen soll. Ich glaube, ich muss ihn zur Halbzeit oder so auswechseln. Ich bin mir wirklich unsicher. Er ist einer meiner besten Spieler. Aber ich will natürlich auch... Ja, ich weiß nicht. Das ist scheiße. Ich will ja auch die Bundesliga gewinnen. Ich kann ja jetzt... Ich weiß nicht, was ich da so machen soll. Egal, wir starten so rein. Ihr seht, richtig viel Veränderung. Und unsere Mannschaftsbewertung ist auch noch auf einer 83. Normalerweise ist es so 89, 90, 91, je nachdem, wer spielt. Also das heißt, das ist jetzt eigentlich richtig schlecht. Und das, obwohl Harit noch spielt. Das heißt, ja, ich fall aus allen Wolken. So, jetzt auf geht's gegen Augsburg. Ja, das wird auch nicht leicht. Jawohl, Pfostentor, Harit ist der Torschütze, gut, dass ich ihn nicht rausgenommen habe. Ey, wieso mache ich denn gerade so viele Tore per Kopf? Ich glaube, so langsam habe ich es raus, wie man das machen muss in Pro Evolution Soccer 2019. Also jetzt ganz vorsichtig, natürlich nichts riskieren, dass also ein Gegentor fällt, aber auch nicht Ausdauer verbrauchen, also... Ja, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber wir müssen es machen. Also in der 17. Minute jetzt das Ergebnis verwalten. Ja, das schön gespielt. Konoplyanka macht das 2:0. Ich kann ein Ergebnis verwalten, kann ich nicht. Also ich muss irgendwie nach vorne stürmen. Und das ist natürlich jetzt auch gut, weil so lässt es sich natürlich auch ruhiger aufspielen. Und das war ein sensationeller Doppelpass. Geis außer Distanz. Das ist leider nichts. So, es ist noch vor der Halbzeit. Wir wechseln Harit aus. Ich bin dumm. Das ist natürlich jetzt auch unglücklich, dass ich keinen mitgenommen habe, den... Ja, da muss Schöpf die Rolle übernehmen. Oh, Harit darf noch einmal sprinten und leider kein Tor. Aber jetzt wird er ausgewechselt. So, Halbzeit 2:0. Wenn das so gegen Barcelona klappt, dann bin ich zufrieden. Oh, was ein unglaubliches Glück, dass Augsburg schlecht ist. Caligiuri. Ja, da hätte ich abspielen müssen. Mist. Burgstaller. Oh. Burgstaller. Naja, ob 2:0 oder 3:0 ist nicht ganz so wichtig. So, abgepfiffen. 2:0 gewonnen. Das war Spieltag 29. Bayern München hat verloren. Wir sind auf Platz 1. Und müssen das in der nächsten Folge verteidigen. Wir haben ein Plus in der Tordifferenz. Durch 4 mehr geschossene Tore. Wir haben 2 mehr reingelassen, aber das macht nichts. 2 Tage nur frei. Ach du Scheiße. So, also wir sehen in der nächsten Folge dann wirklich das Spiel gegen Bayern München, das Spiel gegen FC Barcelona. Wie sieht's aus? Kommen wir ins Halbfinale? Ja, nein, vielleicht. Außerdem Bundesliga natürlich auch richtig spannend. Der Endspurt beginnt jetzt, 30. Spieltag. Leitet ja eigentlich immer so wirklich den Endspurt ein. Ich bin super gespannt. Boah, das wird sau spannend.
Ja, auf der rechten Seite kommt ihr jetzt noch zur nächsten Folge, soweit ihr dann draußen ist. Und natürlich könnt ihr auf der rechten Seite noch in der Playlist der älteren Folgen schauen, falls ihr irgendwie was verpasst habt. Außerdem kommt ihr natürlich hier noch eingeblendet zu meinem Instagram-Profil. Da gibt es alle weiteren Ankündigungen und so, wann was für Folgen online kommen. Check es ab, Link in der Videobeschreibung. Über eine Bewertung würde ich mich freuen. Abonnieren könnt ihr es natürlich auch noch kostenlos. Haut rein. Ciao.